da unten. Das ist riesig. Es geht ewig weiter. Hinter so Toiletten in ganz andere Gänge und so. Verpiss dich, du hast hier nichts verloren. Da leben wirklich Leute. Habt ihr schon von der Party gehört heute unterm Hauptbahnhof? Safe, kommst du mit? Millionärssohn und Maximilian Mahler, Sohn der Münchner Stadtbaurätin, wurden seit der Party unter dem Münchner Hauptbahnhof nicht mehr gesehen. Jetzt kann keiner mehr wegschauen. Meine Mutter tut alles, um ihre Kinder zu beschützen. Ich hätte besser auf ihn aufpassen müssen. Die sogenannten Katakomben, das unterirdische Netzwerk aus Versorgungsgängen, ist größer als erwartet. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nee, habe ich nicht. Und jetzt verpisst euch wieder. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Wie oft war dein Bruder schon da unten? Kannst du uns reinlassen? Wir suchen meinen Bruder. Wir reichen Scheiße. Wir stecken in verdammt große Schwierigkeiten. Ich habe nichts zu verlieren. Was hat es mit den schwarzen Engeln auf sich? Was ist das? Was wollen die? Ich warne dich. Unterschätze mich nicht. Bitte nicht! Hilfe! Geht raus sofort! Wegen deiner Scheiß-Story-Union ist die einzige Chance, Max zu finden. Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutia und heute zu Gast eine der Stars aus Katakomben. Herzlich willkommen, Marleen Lohse. Wie geht's dir und wo bist du? Vielen Dank. Mir geht es hervorragend und ich bin gerade in Berlin, in meinem Homeoffice quasi. Das freut mich. Und wir können dich natürlich gerade auf Join sehen. Da bist du hauptsächlich in München unterwegs. Wer von Katakomben jetzt noch nichts gehört hat, worum geht's da? Es geht quasi um die Münchner Unterwelt und um die verschiedenen Gesellschaften, die Gesellschaftsschichten, die aufeinanderprallen in dieser Geschichte. Und ich spiele Lisa Limberger, eine Tochter eines Bauunternehmens, die sich auf die Fahne geschrieben hat, nachhaltiges Bauen zu fördern und sehr ambitioniert bei diesem Thema quasi ganz vorne mit dabei ist. Und es kommt zu einem großen Unglück in der Unterwelt. Die Rich Kids haben sich nach unten begeben und feiern dort eine riesengroße Party, die außer plötzlich eskaliert. Und damit ist auch das ganze Bauvorhaben auf einmal auf sehr dünnem Eis. Und sie muss sich da durchkämpfen. Und das macht sie sehr rigoros und ja, sehr zielstrebig. Es ist wahnsinnig abgefahren, was deine Figur da erleben muss. Weil es ist wirklich, diese Frau hat in erster Linie Gutes im Sinn und wird von den Ereignissen komplett überrollt und versucht dann auch zu dieser Party zu kommen. Es gelingt ihr auch. Und meine absolute Lieblingsszene, und ich verrate dabei noch nichts, ist, du kämpfst dich da durch die Partymassen hoch zur DJ, reißt ihr die Kopfhörer weg und sagst, mach sofort die Musik aus. Und wie jede DJ und jeder DJ sagt sie natürlich, nein, wende dich an den Verantwortlichen. Und dann sagst du den schönsten Satz für mich in der ersten Folge, ich bin die Scheißverantwortliche. Ja, damit konnte keiner rechnen. Du hast es schon gesehen, das freut mich sehr. Ja, und ich habe mich bei der Szene wahnsinnig gut amüsiert und jetzt, ich glaube, wir verraten nicht zu viel, aber tatsächlich lief bei den Dreharbeiten wahrscheinlich nicht so laut Musik, wie ich den Eindruck hatte, als ich es gesehen habe im fertigen Schnitt, oder? Ja, das ist ja immer das Ding. Wir tun ja immer so, als ob, also es wurde ganz kurz die Musik eingespielt und dann ist alles mucksmäuschenstill, wenn man dann dreht und das ist sehr absurd, weil alle tanzen und freuen sich, versuchen den Rhythmus irgendwie zu halten, dass sie zur gleichen Musik tanzen. Und dann schreit man, brüllt man quasi in einen leeren, und nee, nicht in einen leeren, sondern in einen leisen Raum hinein. Das ist schon immer etwas absurd. Ja. Ich stelle es mir so schön vor. Und da sind so viele Leute, das ist ja eine riesige Party, allein die Organisation, ja. Und wenn dann die Leute auch, wenn jedem gesagt wird, was sie ungefähr machen müssen. Jetzt weiß ich natürlich, dass du wahrscheinlich relativ zum Ende ans Set kommst, also wirklich kurz bevor es losgeht. Hattest du lange Wartezeiten, gerade bei dieser riesigen Partyszene?
Ja, hatte ich. Vor allem, weil in den Katakomben spielt ja sehr viel und ich komme nur für kurze Momente dazu. Allerdings war das auch ganz positiv, weil die Leute waren schon ganz gut eingefeiert. Die hatten schon ein paar Tage auf dem Buckel im Untergrund und ja, waren so richtige Party-People und hatten großen Spaß dran. Also es war ganz schön. Ja, und auch, also wirklich, also es reicht der Trailer, dass man sieht, das ist Wahnsinn, was da abgeht. Und das Krasse ist wirklich, dass diese Party-Nacht eigentlich zu Beginn jeder Folge nochmal auftaucht und man lernt immer wieder was Neues darüber und denkt, wie krass. Also wirklich, wenn man weiß natürlich, jede Figur hat ihr Päckchen zu tragen, aber was da so über die Tage hinweg alles so rauskommt, ist wirklich Wahnsinn. Und du hast mit tollen Leuten über die Folgen hinweg gespielt. Ich denke da an Philipp Birnstiel. Der wird im Laufe der Show so ein bisschen dein Konkurrent, aber du bist sehr mächtig. Mehr möchte ich an der Stelle nicht verraten. Und du hast auch eine Synchronlegende an deiner Seite, Rainer Schöne. Rainer Schöne, ja, genau. Mit dem durfte ich viel spielen. Optimus Prime. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wer jetzt denkt, gut, ich bin jetzt so ein bisschen angefixt, aber warum sollte ich da jetzt unbedingt einschalten? Was wäre denn da dein Top-Argument? Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist, und es hat für jeden was zu bieten. Also, weil es durch die Gesellschaften geht, weil es um, es gibt großartige Partyszenen. Es gibt auf der anderen Seite die ambitionierte Bauunternehmerin und diese Glitzerwelt ganz oben und gleichzeitig eben dann auch die Unsichtbaren und diese Thriller-Elemente und das leicht Mystische, was da drin auch noch stattfindet. Also ich würde sagen, es ist von allem etwas vorhanden. Also man sollte sich das nicht entgehen lassen. Ja, ich drücke die Daumen, dass es mit schönen Klickzahlen belohnt wird und bei solchen Serien kann man sich auch denken, dass vielleicht nochmal die Möglichkeit einer Fortsetzung ist immer eine Option, sagen wir es mal so. Ne? Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall da ganz genau hinzugucken. Du bist mir das allererste Mal aufgefallen bei einer schönen Serie namens, so was glaubst du, was ich jetzt sage? Süderhof, Kinder vom Alstertal? Nein, du hast Glück gehabt. Weil ich habe schon in anderen Interviews gehört, das ist so auf die Zeit, du hattest eine gute Zeit, aber du redest super ungern eigentlich noch darüber und du wirst vor allem sehr ungern als, du bist doch die und die. Das ist halt schon eine Weile her, ne? Aber ich habe dich woanders gesehen. Okay. Und ich muss sagen, ich hab dich nicht nur gesehen, ich habe dich da das allererste Mal wahrgenommen und habe gedacht, wer ist die Frau? Die spielt ja fantastisch. Okay, ich weiß, vielleicht Nord by Nordwest? Okay, dann sag's mir. Im Knast. Im Knast. Ja, das habe ich geliebt. Das war so toll. Was für eine schöne Serie. Wer es gar nicht mitbekommen hat, worum ging's? Es geht um Nora Meindl. Unter anderem natürlich im Fokus stehen drei Insassen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und trotzdem sind sie die allerbesten Freunde und versuchen, sich die Zeit möglichst angenehm zu machen hinter diesen schwedischen Gardinen. Und dann gibt es eben die Nora Meindl, die versucht, diese drei Jungs zu therapieren, allerdings selber eigentlich eine Therapie nötig hätte, weil sie ist sehr klaustrophobisch veranlagt. Also sie häuft eine ganze Menge an Phobien und Ängsten an und hat sich aber zur Aufgabe gemacht, diese drei Jungs zu besseren Menschen zu machen. Und sie glaubt an das Gute im Menschen wie eine Verrückte. Wird zwischendurch enttäuscht, aber dann auch wieder überrascht. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gab zwei Staffeln. Wir hätten so gerne noch eine dritte gemacht. Wir hatten auch ganz tolle Gaststars, die dann immer gekommen sind. Und ja, also leider geht es nicht weiter, wie das dann manchmal mit Herzensprojekten so ist, muss man sich verabschieden. Aber auch mit den drei Jungs, das ist, verbindet mich immer noch eine sehr enge Freundschaft. Das ist ganz schön. Ich meine, allein die Idee, dass die eine klaustrophobische Veranlagung hat, ne, und im Knast arbeiten muss, ist so schön. Aber man muss sich seinen Ängsten ja auch stellen. Das tut sie jeden Tag. Das macht es aber nicht so leicht für sie. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht, so zu gucken. Gerade du und Dennis Moschito, ich glaube, ich spreche den Namen immer falsch aus. Spricht man den Namen so aus? Moschito, glaube ich. Würde ich jetzt auch sagen. Keine Garantie. Das war so schön, wie ihr euch da gegenseitig die Texte zugeworfen habt. Als Zuschauer, ich hatte eine Menge Spaß, mit euch im Knast zu sitzen, mit dir zu hoffen. Und die Jungs waren halt auch so super. Das war wirklich das war so ein Juwel. Das haben bestimmt gar nicht viele von euch gesehen. Wer es gesehen hat, kann ja mal in die Kommentare schreiben, mit einem schönen Knast-Emoji, mal sehen, welches ihr verwendet. Aber das hat wirklich Spaß gemacht. Und da habe ich dich gesehen, habe gedacht, toll. Toll, toll, toll. Als ich dann gehört habe, dass du bei Katakomben dabei bist, habe ich gesagt, yes. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, weil es geht ja um Rich Kids und aber eben auch um ganz andere Welten. Also man lernt Leute kennen. An der Stelle Riesenlob ans Make-up-Department, auch Kostüm. Fantastische Arbeit da teilweise geleistet. Deine Figur kommt jetzt gar nicht so doll mit denen in Verbindung, was da so los ist. Aber es überschlagen sich die Ereignisse
dauerhaft. Und wir müssen aber natürlich auch über deine andere große Rolle reden, Julia Christiansen. Jule Christiansen. Genau, nicht Julia, Jule. Ich wollte es nur noch mal, um einmal komplett zu sagen, auch liebe Grüße an Tristan Seid und Manuel Rubi, die die anderen beiden Knastinsassen gespielt haben. Das wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Und ja, Jule Christiansen, ich komme gerade quasi aus Schwanitz. Ich bin gestern wieder nach Hause gekommen. Ich war wieder dort im Einsatz quasi als Tierärztin jetzt mittlerweile. Und wir haben Weihnachten gefeiert. Das war sehr schön. Jetzt noch einmal zu frühlingshaften Temperaturen haben wir die ganze Weihnachtsdeko einmal rausgeholt. Deswegen, der Pulli passt jetzt auch noch. Nee, das ist sehr schön. Das ist für mich ja immer so ein Heimatgefühl. Ich bin ja im Norden groß geworden und ich musste mich letztens zwicken, dass es wirklich schon im 7. Jahr jetzt ist. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Wir haben jetzt auch eine neue Kollegin. Und mit Hinnerk Schönemann ist es wie auch beim Knast mit den Kollegen, wenn man sich vertraut ist und den anderen so ein bisschen einschätzen kann und diese Nervosität runtergeht, dann ist das Spielen, also es erleichtert vieles und macht viel möglich. Und ja, ich sage immer, Vertrauen schafft Leistung und das tut es beim Schauspiel. Also es ist wirklich schön. Das ist eine schöne Zusammenarbeit. Das glaube ich, man sieht es dir auch an, dass es Spaß macht. Ich freue mich immer, oder ich freue mich für dich, wenn ich sehe, dass du Tiere streicheln darfst, weil das ist natürlich der ganz große Vorteil. Und es ist nicht lange her, das ist jetzt keine mega dramatische Szene gewesen, aber du saßt da und hast gefühlt die ganze Zeit einen Hund gestreichelt. Ich habe nur gedacht, wie schön kann so eine Szene sein, wenn man die ganze Zeit einen Hund streicheln darf? Ja, man kann eigentlich einpacken, weil die Hunde und die Tiere, egal welche, die spielen einen eh an die Wand. Also eigentlich kann man machen, was man will, weil jeder guckt auf diese Tiere. Das ist jetzt in der neuen Folge habe ich die ganze Zeit wie so eine Tragetasche für Babys und die ist voll mit Hundewelpen. Also ja, es ist ein Fest und es beruhigt sehr. Und gleichzeitig wirft es einen sehr in den Augenblick, weil man muss absolut präsent sein und da sein. Man darf nicht über seine Figur dann nachdenken, man muss einfach reagieren und das ist halt schön. Also überleg mal, 7 Jahre. Was für ein Geschenk, ne? Dass man auch Figuren mal wirklich so lange erzählen kann, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Figur auch wachsen oder älter werden können. Das passiert ja eigentlich so selten. Das stimmt, ja. Das habe ich vorher, obwohl, naja, bei den Kindern vom Alstertal war es ja auch ein bisschen so. Es waren jetzt nicht 7 Jahre, aber es war eine lange Zeit und eine sehr ereignisreiche Zeit, so von 12 bis, obwohl, ja, bis 17, 5 Jahre, auch eine lange Zeit, in der man sich sehr verändert. Sind die Leute von damals, nennen die dich noch Hexe manchmal oder ist das durch? Du meinst die anderen Kollegen? Ja. Mit denen habe ich leider nicht mehr wirklich Kontakt. Das hat sich irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt, aber ich habe letztens zufällig meine Filmschwester hier auf der Straße getroffen. Die wohnt jetzt auch in Berlin und das war ein ganz schöner Moment, weil man sich einfach ja 20 Jahre nicht gesehen hat und auf einmal ist man sich doch sehr vertraut, weil man diese ganz besondere, innige und sehr prägende Zeit zusammen verbracht hat. Das war sehr schön. Es gibt immer wieder Leute, die mich Hexe nennen, die mich erkennen. Manchmal ist es aber auch so, dass Leute mich erkennen und denken, sie kennen mich aber von früher als... Sie wissen nicht sofort, dass ich Schauspielerin bin und denken so, wir kennen uns aus der Schulzeit, ganz sicher. Wir waren im Wuppertal zusammen im Kindergarten und ich so, nein, da war ich nie. Und das ist ganz lustig, weil man irgendwie ja, als Kind jemandem schon vertraut war. Und dann, wenn ich es auflöse und sage Hexe, dann ja, fällt es vielen dann auch wieder ein. Das ist ganz lustig. Das ist ja eigentlich so ein bisschen unfair, ne? Wenn man dann mit jemandem verglichen wird, der man mal war. Und ich habe aber, als ich dich dann gesehen habe im Knast, schöner Satz. Als wir uns damals im Knast kennengelernt haben, hast du mich an eine andere Schauspielerin erinnert. Die nur visuell, die aber auch eine großartige Schauspielerin ist, Amerikanerin Alicia Witt. Hast du den Namen schon mal gehört? Irgendwie, ich habe jetzt kein wirkliches Bild vor Augen. Sie ist eine bildhübsche, rothaarige Schauspielerin. War bei Sybil dabei, bei Düstere Legenden in der Hauptrolle. Und es war natürlich klar, über die roten Haare habe ich da kurz dran gedacht, aber das hast du sehr schnell mit deinem Spiel aus dem Weg geräumt. Aber was blieb ist, ihr seid beides tolle Schauspielerinnen. Und ich habe den Eindruck, du bist quasi nicht versehentlich, weil es gibt keine Versehen, du bist mit Absicht in die Fußstapfen der fabelhaften Welt der Amelie getreten, oder? Ja, inspiriert ein bisschen. Du spielst auf Cleo an, oder? Ganz genau. Ja, ja, das ist tatsächlich, also Genet und Michel Gondry waren immer so für mich Helden und eine große Inspiration. Und ich habe vor ja, mittlerweile 9 Jahren habe ich den Regisseur Erik Schmidt kennengelernt und wir haben zusammen einen Kurzfilm gemacht, der heißt Nashorn im Galopp, den kann man auch immer noch auf YouTube sehen.
Und da war es ihm wirklich ein Anliegen, das Visuelle emotional begreifbar zu machen. Also die Stadt quasi eine Hauptrolle spielen zu lassen und sie erfahrbar zu machen durch eine Protagonistin. Und das hat mich so inspiriert. Das war wirklich toll, weil diese Zusammenarbeit, ich war an einem Punkt, ich war gerade fertig mit der Schauspielschule und hatte dann auch Theater gespielt und irgendwie, ja, hat Erik mich sehr inspiriert, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und Kreativität als tägliche Übung wahrzunehmen. Und wir sind mit sehr offenen Augen durch die Stadt und haben diesen Film eben gestaltet. Und das war so toll und das war so eine inspirierende Zusammenarbeit, dass wir uns dann entschieden haben, zusammen auch ein Drehbuch zu schreiben und haben dann ein Stipendium von Wim Wenders gewonnen und hatten dann wie so ein Künstlerkollektiv zusammen. Wir hatten ein Büro in Neukölln und haben da gemeinsam an dem Buch und an der Geschichte gearbeitet, dann auch tatsächlich über 5 Jahre, bis es dann zum fertigen Film kam. Und es gab viele Wendungen und viele Geschichten, die dann irgendwie wieder ad acta gelegt wurden. Und letztendlich erzählt Cleo eine Geschichte über eine Stadtführerin, die eine ganz besonders tief verwobene Verbindung zur Stadt eben hat. Sie ist in der Nacht des Mauerfalls geboren und auch später noch erlebt sie quasi die Wunden Berlins leibhaftig mit und muss einen Schatz finden, um quasi vergangene Traumata aufzulösen. Es ist ein modernes Märchen und ja, natürlich hatten wir unsere Inspiration dafür. Ja, aber glücklicherweise, ne? Also Kunst inspiriert ja Kunst und allein wenn man den Trailer sieht, so schöne Farben, so schöne Momente, so schöne visuelle Ideen. Also wer den Trailer noch nicht gesehen hat, guckt mal rein und dann natürlich im Idealfall auch in den Film. Und wer sich denkt, Mensch, gibt's denn von der tollen Frau nicht auch irgendeinen aktuellen Film auf Netflix? Doch, ihr habt's geschafft, La Palma ist auf Netflix. Yes! Ja, jetzt gerade ganz aktuell, das ist wirklich schön. Also den haben wir im selben 2017, im selben Jahr wie Cleo gedreht. Und das ist ein ganz schöner, kleiner, feiner Film mit einem tollen Kollegen Daniel Stresser und der Regisseur Erik Bremer, den habe ich kennengelernt in München. Das ist sein Debütfilm und das hat auch eine lange Reise, hat dieser Film hinter sich und dass er jetzt auf Netflix zu sehen ist und ich kriege gerade ganz viel Feedback und das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Ich freue mich sehr dafür. Und es gibt einen Satz, den du da sagst, den finde ich so, so abgefahren. Du ahnst vielleicht schon welchen, weil er auch im Trailer drin ist. Vielleicht ist die Zeit, in der man mit einem Partner zusammenbleibt, auch einfach vorbei und man verbringt eben nur einen schönen Lebensabschnitt miteinander. Ein Paar, das in einer tiefen Krise steckt. Und eigentlich, natürlich reflektiert das dann auf die Beziehung, aber eigentlich steckt jeder für sich fest in einer Krise, in einer Sinnkrise. Und das reflektiert dann natürlich auf diese Beziehung. Und das müssen oder versuchen die beiden zu lösen, indem sie einfach behaupten, sie wären jemand anders. Sie brechen ein in ein Ferienhaus, nehmen einen spanischen Akzent an und auf einmal ist alles federleicht und alles, was drunter liegt und ja, schwielt immer so ein bisschen mit, aber man redet dann über seine eigene Person, wie als hätte man die Erfahrung gemacht mit einem Ex-Freund. Also es ist so, ja, was mich sehr gereizt hat an dem Film ist, dass man quasi zwei Figuren spielen konnte und es ist ein Film im Film. Also zwei Personen, die sich gegenseitig das Ideal vorspielen. Es ist allein die Inhaltsbeschreibung ist schon so bittersüß, ne? Und es war auch tatsächlich eine ganz tolle Zusammenarbeit. Wir waren, ich glaube, nur 7 Leute im Team. Also wirklich ganz, ganz minimalistisch haben wir diesen Film gedreht und waren 7 Wochen auf La Palma, eine wunderschöne Insel. Aber es hatte so ein bisschen was von ja, Ferien, also so eine Schulfahrt, eine Klassenfahrt in, ja, also so gemeinsam unterwegs sein und trotzdem hat man diesen großen Auftrag und stemmt parallel einen Film. Also es war ganz toll. Film in 7 Wochen ist auch sportlich, ne? Ja, es ist eigentlich ganz gut. Es ist eine gute Zeit. Aber wir waren sehr fleißig. Manchmal dreht man ja auch Sachen, die dann nicht im Film vorkommen. Also wir waren die ganze Zeit am Arbeiten tatsächlich. Manchmal waren wir baden und manchmal haben wir Fisch gegessen. Aber die meiste Zeit haben wir gearbeitet. Sehr gut. Ich möchte ganz dringend mit dir noch über meiner Meinung nach einen der wichtigsten kleinen Filmchen sprechen, in dem du beteiligt warst. Das Verhör. Oh ja, letztes Jahr.
Mit Maren Kräumann, der wunderbaren Maren Kräumann, ja. Die großartige Maren Kräumann, Wahnsinn. Und es beginnt, man weiß überhaupt nicht, was los ist. Du sitzt quasi im Verhör und siehst draußen und tauscht dich mit einer Kollegin aus. Mit der Frau müssen wir sprechen und boah. Und man kriegt mit, du hast irgendwas ganz Schlimmes getan. Und Maren macht sich jetzt quasi auf den Weg und wird dich brechen. Ja, und dann geht's los. Es ist so abgefahren. Wir müssen an der Stelle verraten, worum es geht. Es geht darum, dass du spielst eine Mutter, ne? Nicht nur eine Mutter, auch eine Schwiegertochter, also eine Ehefrau. Es geht in dem Fall um unbezahlte Care-Arbeit und dass die quasi in den Fokus gerückt wird, dass die thematisiert wird und dass das aufgelöst wird. Und das ist das Tolle bei dem Format Kräumann, dass sie halt Themen anpackt, die allen unter den Nägeln brennen und trotzdem schafft sie das nochmal so auf den Punkt zu bringen, dass es quasi eine aktuelle Debatte losstößt. So immer wie, also es ist wirklich eine wahnsinnig tolle Brechung da drin. Die haben tolle Autoren und ich war ganz dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und es war wirklich toll. Wer jetzt Care-Arbeit gar nicht kennt, also die Frau, die Marlene spielt, die kümmert sich um den Haushalt, die kocht, die macht das mit dem Kind, kümmert sich eben noch um die Schwiegermutter und alles. Und dann sagt Marlene, und was ist mit ihrem Mann? Und deine Rolle sagt, der ist arbeiten. Genau. Es geht darum, dass diese Arbeit eben auch angemessen honoriert, bezahlt wird, gesehen wird als eine Arbeit. So, dass es benannt wird eben. Und es wäre so schön, wenn wir uns gesellschaftlich da mal in die richtige Richtung entwickeln. Ja, das wäre schön. Und bei Kräumann, wie du es schon gesagt hast, also das ist wirklich was sie und ihr Team da leisten und was da immer wieder auf den Tisch kommt. Großartig. Großartig. Ja. Also das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich staune, weißt du, allein wir haben ja wirklich nur über ein paar deiner Projekte gesprochen. Was du in den letzten Jahrzehnten gerissen hast, ist das für dich manchmal, guckst du manchmal zurück oder guckst du meist nur nach vorn? Ich muss mich manchmal daran erinnern, zurückzugucken, weil die meiste Zeit guckt man immer nach vorn, auch bei der Schauspielerei, dass man denkt, was ist als nächstes? Aber zwischendurch mal innezuhalten und zu sagen, das war alles und das war auch jetzt zum Beispiel auch bei Cleo, das war eine lange Arbeit und ein langer Weg dahin, dass man einfach mal, es war auch zwischendurch auf der Kippe, dass man sagt, schaffen wir das? Wird das wirklich ein Film? Kriegen wir das gestemmt, energetisch, finanziell? Wie sollen wir das hinbekommen? Und einfach nochmal innezuhalten und zu sagen, das ist jetzt ein Film, der steht für sich und der ist da und darüber freue ich mich sehr. Das versuche ich immer zwischendurch, aber es fällt schwer, weil man schnell immer wieder dahin guckt, wo es blinkt und was ist als nächstes. Aber auch so das letzte Jahr hat mich ein bisschen gelehrt, etwas ruhiger zu sein und phasenweise gelingt es sogar. Waren denn die Katakomben-Dreharbeiten rückblickend sehr stressig oder war es entspannt? Weil Großteil bist du ja außerhalb dieser Party-Location und des Untergrunds. Ich habe mich damals, als die Zusage kam, so bereit gemacht, okay, also, wir drehen im Untergrund, das kannte ich von Cleo, da geht es auch ganz viel um den Untergrund, unter Berlin, also die Luftschutzbunker. Und ich wusste, das hat es in sich, das wird tough. Und wir drehen das im Januar, okay, alles klar. Die Wärmflaschen werden bereit gemacht, die Wärmesohlen, die Angora-Unterwäsche wird rausgeholt. Und dann las ich so das Drehbuch und dachte, ach, Großraumbüro, Badewanne, die Luxuswohnung, in der sie wohnen. Dachte, oh, okay, ich habe es eigentlich gar nicht so schlimm. Also so, was die Drehumstände angeht. Ich war da natürlich auch, ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende geschaut, aber ich bin sehr gespannt auf den Untergrund. Und ich habe ja viel nicht mitbekommen, weil ich die meiste Zeit in meiner Welt oder in Lisas Welt da oben war. Aber die Dreharbeiten waren sehr fordernd und wir wurden ja auch unterbrochen mittendrin mit der Corona-Krise dann eben. Und wir haben den tiefsten Winter erzählt und dann haben wir, glaube ich, im Juni wieder angefangen. Und da hatten wir dann den Großteil, also ich vor allem hatte den Großteil meiner Szenen noch vor mir. Und das war okay, diese Pause. Es war ein bisschen schade, weil man gerade so reingekommen war. Und vor allem hatten wir alle immer wahnsinnig dicke Mäntel und Jacken und Mützen, Handschuhe an. Und das war dann Juni und es war erstaunlich heiß. Und wir mussten dann den Winter behaupten. Und ja, alles wurde ausstaffiert mit Watte im Hintergrund und so. Ich will es jetzt nicht verraten. Man sieht es überhaupt nicht. Es sieht wirklich, wirklich aus nach tiefem Winter. Aber zwischendurch, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man vielleicht einen leichten Schweißfilm. Okay, also mir ist es auch nicht aufgefallen. Also da wurde auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Ich habe nur an einer Stelle, habe ich mich gefragt, man sieht deine Figur, deinen Charakter zwischendurch mit sehr wenig Kleidung.
Ist das für dich ein Kriterium bei einem Buch, dass du sagst, ist nicht so meins? Oder ist das, tauchst du dann in die Figur so ein, dass du sagst, ja, okay, dann ist das so? Zweiteres. Also es ist für mich kein Ausschlusskriterium, wenn es mit der Geschichte zusammenhängt, wenn es einen Grund hat, warum. So, also ich würde nicht wahllos, ich habe kein Problem damit, aber ich suche mir die Rolle definitiv nicht danach aus. In dem Fall fand ich es einen guten Moment, weil man Lisa Limberger die ganze Zeit sehr kontrolliert, sehr zugeknöpft, sehr klar, sehr fokussiert und gut angezogen in ihrer Welt sieht. Und dann gibt es diese eine Person, die sie quasi öffnet. Und auf einmal hat diese Szene ja auch so was ganz Verletzliches und Leichtes und Weiches. Und das war für mich ganz wichtig, mich dort zu öffnen. Und ich finde das absolut dramaturgisch sinnvoll in dem Moment. Und wenn es in die Geschichte einfließt und für mich dahingehend Sinn ergibt, dann ist es für mich kein Problem. Dann bin ich quasi im Dienste der Figur. So, und jetzt haben wir euch hoffentlich neugierig genug gemacht. Katakomben gibt es bei Join. Eine der Hauptrollen hat Marleen Lohse. Vielen Dank für deinen Besuch an der Web-Talk-Show. Ach, danke schön. Sind wir schon fertig. Alles Gute. Dankeschön. Aber du hast eine unglaubliche Möglichkeit, habe ich noch für dich. Und zwar darfst du jetzt in deine Kamera sagen, was du schon immer in eine Kamera dieser Welt sagen wolltest, aber noch nie gemacht hast. Und ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber eine ganze Menge zu tun. Packen wir es an. Bis zum nächsten Mal. Ha de bra. Auch kein Findak.